Nummer 16, Time to Be. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo, Christina. Wollen wir heute gleich einsteigen in ein Thema, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Da kam eine Mail von einem jungen Mann, hat, weiß ich nicht mehr genau, einen Kiosk oder einen Imbiss. Und das Thema ging es um Freundlichkeit. Jetzt sagt er, jetzt gibt es nun mal Tage, da stehe ich morgens auf und ich fühle mich einfach nicht gut. Und dann sagt er, weiß ich aber, wenn ich in mein Geschäft gehe, kann ich nicht mit einer runterhängenden Miene und grolligem Blick da reingehen, dann will keiner was von mir. Also tue ich meine Freundlichkeit aufsetzen, wie so eine Maske. Und jetzt sagt er, ist das negativ, wenn ich das mache? Merken das die Menschen, dass ich gar nicht hier freundlich bin, sondern nur im Gesicht? Und hat das eine Konsequenz für mich? Kann ich irgendwann überhaupt noch unterscheiden, ob ich wirklich freundlich bin und das nur die Maske aufsetze? Wie ist die Wirkung auf die anderen und was macht das mit mir? Ja, also da ist ja so, wenn wir jetzt als Menschen nur oberflächlich schauen, ich glaube, also ich finde, wenn du irgendwie einen Menschen ansiehst, merkst du das. Aber du vielleicht. kann sein, weiß nicht, aber... Heißt diese Maske, die man sich aufsetzt, ein anderer, der feinfühlig ist, spürt es? Dass der zwar lächelnd aussieht, aber eigentlich aus dem Herzen heraus nicht lächelt. Das ist dann wie ein Lächeln aus dem Kopf und nicht aus dem Herz. Ja, das ist bei uns ja geschult. Wenn du heute im Service oder im Verkauf bist, dann heißt es immer freundlich sein. Und ich sage immer, ein Mensch ist nicht immer gleich. Dem geht es halt mal gut und mal weniger gut. Und dann kann er nicht immer gleich freundlich sein. Aber es wird einfach verlangt. Und das heißt ja, er tut, wenn er das im Kopf macht, hat er ja nicht die Schwingung. Genau. Und somit kann auch die Schwingung der Gegenüber nicht aufnehmen. Also heißt das, das sieht zwar so aus, aber der Gegenüber, sein System merkt das. Und wie ist das dann für den? Fühlt er sich dann veräppelt? Also schwingungsmäßig oder gefühlsmäßig? Also unterbewusst merken das ja Menschen. Ob sie es im Tagesbewusstsein merken, ist die andere Frage. Also ob sie das noch unterscheiden können, was aus dem Herz kommt und was nicht. Aber ich finde, man sieht es, aber also wenn ich jetzt an einen Kiosk kommen würde und dann steht da ein Mann und dann würde er seine aufgesetzte Freundlichkeitsmaske tragen, das würde ich zwar merken, aber ich würde mich nicht veräppelt vorkommen, weil ich dann immer denken würde, kann ich doch nachvollziehen. Weil du musst dir das vorstellen, wenn er seinen Lebensunterhalt mit dem verdient und er weiß, Menschen wollen nur glückliche Bediener sehen und dann ist er nicht glücklich, dann fühlt er sich gezwungen, das trotzdem zu sein, damit er dann Geld hat. Also ist ja auf eine Art in einer Zwangssituation, will er so sein, wie er jetzt gerade ist. Und dafür vielleicht laufen ihm die Leute davon. Oder will er die Menschen und setzt dafür was auf. Und ich finde dann immer, ja, in dem Moment, wo du eine Arbeit machst, wo die Menschen nur zu dir einkaufen gehen, weil du freundlich bist, dann da stimmt irgendwas nicht mehr. Ist aber nun so mal in unserer Welt, weil das, glaube ich, ist heute etwas, was den Menschen wichtiger wird, wie zum Beispiel ein guter Preis. Sie merken, dass es mehr Fröhlichkeit geben sollte. Dass mehr ins Gefühl wieder geht. Weißt du, diese persönliche Geschichte zwischen Kunde und Verkäufer oder so. Ja, ja. Und dann kommen wir mit dem gleich ins nächste Thema. Viele Menschen leben ihr Leben nicht nach ihren Gefühlen, sondern sie haben sich angewöhnt, auch aus Erziehungsgründen und so, eine sogenannte Rolle zu übernehmen. Und die Rolle sind nicht sie selbst oder kommt nicht aus ihrem Inneren. Sie haben sich angewöhnt, das zu tun, weil sie vielleicht da einfacher durchs Leben kommen oder keine Konfrontation mit Kollegen und Chef oder viele tausend andere Gründe, warum sie sich ein Verhalten angewöhnt haben, was eigentlich nicht ihrs ist.
Aber sie haben sich das übergestülpt, weil sie einfacher durchs Leben kommen. Und jetzt habe ich bei Menschen festgestellt, wenn die das jahrelang machen, plötzlich brechen die irgendwie wie zusammen. Also am Ende steht immer irgendein psychisches Problem. Hat es damit zu tun, dass dein inneres, strukturiertes, eingegebenes Sein eigentlich seinen Weg gehen will und du machst immer was anderes und jetzt entsteht ja so eine Zerrissenheit, sage ich mal. Was macht das mit den Menschen? Ja, eben das, was du gesagt hast, da ist ja das Wesen der Seele. Mhm. Also unsere Seele hat ja auch einen Charakter. Die ist nicht charakterlos. Und also den Charakter der Seele. Und dann hast du die Maske. Und wenn die Seele sagt, ich will aber hier durch. Und weil du die Maske trägst, läufst du immer hier durch. Dann überlegt die Seele irgendwann, ja, was kann ich tun, damit die Person mal stoppt. Das heißt, dann wird deine Seele irgendwann, ich sage das jetzt mal, wie es im Leben ist, dafür sorgen, dass du entweder in eine Krankheit gehst oder in einen Unfall oder in irgendwas, was dich aufhält, immer wieder in die Richtung zu agieren und wo du vielleicht, ja, sage ich jetzt mal, Zeit zum Nachdenken kriegst. Also in der Konsequenz heißt es dann, ein Negativerlebnis, wie zum Beispiel ein Unfall oder ein Sturz oder die Firma, wo ich arbeite, hört auf oder sonst irgendwas, ein grober Einschnitt in mein Leben, muss nicht immer negativ sein. Das kann sein, dass diese Situation genau für mich eigentlich eine Hilfe ist, um meinen Seelenweg wieder zu finden. Also das ist ja eigentlich, also ja, aber das ist doch allgemein so. Wenn wir irgendwann einen Unfall haben oder wir verlieren unseren Job oder sonst irgendwas, dann ist das immer positiv. Ja, nicht in unserem Denken. Das ist ja existenzbedrohend, wenn jemand seinen Job verliert. Das erste Problem, was der hat, ist ja, oh, kein Geld mehr, keine Anerkennung, nichts zu tun, arbeitslos. Das Problem ist ja nur dann ein Problem, wenn wir es zu einem machen. Und warum ist es dann, warum haben Menschen ein Problem damit, wenn sie ihren Job verlieren? Ja, sie stehen im Unbekannten. Sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Sie haben keinen Plan mehr in der Hand. Merk, wie kann ich das vorher merken? Wenn ich jetzt ein Betroffener bin, irgendein Zuschauer, der eigentlich weiß, ich mache das eigentlich so, ich würde viel lieber einen anderen Weg gehen, aber irgendwann, irgendwo da angefangen und Geld und wir kennen das ganze Wirtschaftsthema. Wie kann ich es merken, wenn ich noch nicht bewusst den Prozess durchschritten habe, dass ich auf der falschen Spur bin? Wie agiert die Seele denn in meinem Körper, wenn ich jetzt 5, 6 Mal in die falsche Richtung laufe, bevor es mich umhaut? Weißt du, es muss ja auch davor noch Warnzeichen geben oder Anzeichen. Ja, klar. Wie funktioniert sowas? Wie kann ich das spüren als Mensch? Also, wenn du... Also ich finde, das spürt man einfach. Ja, die meisten ja nicht, schon spürt es das ja nicht machen. Aber wir erleben das ja jeden Tag draußen, dass Menschen zusammenbrechen oder psychisch krank werden, weil sie einfach Dinge tun, die eigentlich nicht in ihrem Seelenplan sind. Aber aus irgendwelchen Gründen spüren sie das nicht. Also sie spüren sich nicht. Ja, und das ist eben der Punkt. Menschen merken nur vor dem Zusammenbruch, dass was nicht stimmt, wenn sie die Seele spüren. Sonst merken die das nicht. Sie sind ja dann davon überzeugt, dass die Maske sie ist. Also wie sollen sie das merken? Und da tut auch nicht die Seele irgendwie dich tickern, dass sie sagt, hier, bevor wir dich hinlegen, weil du es jetzt nach dem 5. Mal nicht kapiert hast. Doch klar, es gibt ja vorher immer so Dinge, die passieren, bevor dann der große Kollaps kommt. Sind die individuell oder gibt es da, wenn du abfragst, jetzt im Seelenbereich, dass sie sagen... Also ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Person sagt, ja, also das ist mein Hobby und ja, gehe ich total auf und am liebsten würde ich nur das machen, aber ich mache jetzt noch das. Und das stimmt für mich eigentlich gar nicht. Nur schon, wenn es heißt, das stimmt für mich eigentlich gar nicht, wenn man nachschaut, woher das kommt, dann kann es das ja schon sein. Also wieder das gleiche Thema, einfach
anfange nachzuschauen, kann ich mit sowas zum Beispiel jetzt, wenn ich mal unsicher bin und ich höre diese Sendung, könnte ich jetzt mich mit der Quelle verbinden und die Quelle fragen, zum Beispiel, ob ich im richtigen Beruf bin oder ob ich im richtigen Job arbeite oder beim richtigen Arbeitgeber bin oder. Und das dann auch wieder mit einem Feedback kennzeichnen, das ich spüre. Ist das möglich? Ja. Ja, ich frage dich deswegen extra so, weil sie beschreibt, wie man sagen, ja, kann man das wirklich so machen? Kann ich da die Quelle dazu nutzen? Klar. Dazu die Frage, gibt es Dinge, wo ich die Quelle nicht nutzen kann? Ja, theoretisch bei allem. Also theoretisch bei allem die Quelle. Und wo würde die Quelle nicht eingreifen, wo sie sagt, halt, wenn du was dir selbst rausgesucht hast? Ja, doch, theoretisch bei allem. Erkläre. Theoretisch ja. Bei allem. Also, wenn jetzt die Frage ist, gibt es Dinge, bei denen die Quelle jetzt nicht eingreifen würde oder nichts ändert? Mhm. Das ist meine Antwort. Ja, klar, theoretisch bei allem. Aus dem Grund, weil man sollte nicht immer alles in den gleichen Eimer tun, weil wir sind alle individuelle Seelen, haben individuelle Lebenspläne und beim einen ist irgendeine Situation A, also du hast zwei Personen, bei beiden ist bei einer Situation A drin, festgelegt, mhm, und sie erlebt diese Situation gerade. Bei Person A ist die nicht festgelegt, sie erlebt sie aber auch gerade. Und wenn jetzt Person A kommt und der Quelle sagt, auflösen, passiert es nicht. Ist ja festgelegt. Kommt jetzt Person B und sagt, auflösen, kann es sein, dass es aufgelöst wird oder zumindest ein Lösungsweg daherkommt. Und so läuft das immer ab und ich kann mich immer versichern, kann ich auch die Quelle sagen, zeige mir, wenn ich mir unsicher bin, zeige mir, was für mich der richtige Weg wäre. Und jetzt, zeige mir, was heißt zeige mir? Also müsste ich es ein bisschen besser definieren, da ich sage, zeige es mir anhand eines Bildes, was in meinen Kopf kommt, zeige es mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin, anhand durch mal Wärme, Kälte, glaube ich, gesagt. Wenn ich nicht auf dem Weg bin, Kühle, wenn ich auf dem Weg bin, Wärme und so. Und mit diesen Abstimmungen kann ich dann immer feststellen, wenn ich mit der Quelle agiere, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob. Also sie hilft mir bei allen meinen Entscheidungen, wenn ich mich entschließe, mit ihr überhaupt zu agieren. Sie würde nicht anfangen, mit mir zu agieren, wenn ich nicht auf sie zugehe. Sagen wir es so, also wir haben die Quelle und wir haben die verschiedenen feinstofflichen Wesen, unsere Begleiter und solche Dinge. Mhm. Und wenn es um Auflösen oder um Reinigen oder so geht, dann wird nur geholfen, wenn wir anfragen. Und sonst bekommen wir einfach immer Hinweise, jetzt geht's hier entlang oder jetzt geht's hier entlang. Aber wenn wir ein Problem haben und Hilfe wollen, dann müssen wir fragen. Die Frage der Zuschauerin zielte ja dorthin, kann ich die Quelle nicht so general beauftragen? Weißt, wir Menschen suchen ja immer einfache Wege. Das heißt, ich will nicht jedes Problem mit der Quelle absprechen, sondern ich sage der Quelle, also Quelle, wenn ich ein Problem habe, gell, dann löst du das. Danke. Wenn du auf der physischen Ebene ein Problem hast, also in der Materie, und du sagst der Quelle, ich habe das und das Problem. Und dann merkst du, jetzt bewegt sich irgendwas, so feinstofflichen, dann weißt du, jetzt wird ja was gemacht. Und der Punkt ist eben der, wenn wir feinstofflich der Quelle sagen, wir wollen für das Problem eine Lösung und das Problem ist physisch, dann braucht es physische Menschen, die die Lösung ausführen, da das Problem physisch ist.
Das heißt, die Quelle kommt nicht, sieht ein Problem an, klatscht in die Hände und das Problem ist weg. Die Quelle sucht sich dann Menschen, die die Impulse empfangen und die richtigen Ideen bekommen, um das Problem auf der physischen Ebene zu lösen. Verstehst du? Und darum ist es so wichtig, dass wenn wir mit der Quelle arbeiten, uns Probleme lösen, keine Verantwortung abgeben. Wiederhol den Satz bitte nochmal. Keine Verantwortung über dein Leben irgendjemandem abgeben. Du hast die Verantwortung für dein Leben. Und wenn du jetzt mit der Quelle zusammenarbeitest, dann kannst du die Quelle um Unterstützung bitten. Kein Problem. Aber wenn dein Problem auf der physischen Ebene ist und du sagst, das ist mein Problem, die Quelle, du merkst, die Quelle hilft dir und dich dann zurücklehnst irgendwie im Liegestuhl und findest, ja, jetzt tolle Welt. Pause, irgendwann klingelt es an der Tür und jetzt, und dann fliegt die Lösung rein. Wenn das Problem physisch ist, dann braucht es doch physische Menschen, die da was ändern. Und das heißt, die Quelle kann nicht mehr machen, als dass sie schaut, ah ja, wie ist die Lösung? Und dann schaut, dass die richtigen Menschen auf die richtigen Ideen kommen und dass den richtigen anderen Menschen sagen, damit es richtig umgesetzt wird und dann eine Lösung eintritt. Also wir können nicht, nur weil wir die Quelle haben, einfach sagen, jetzt machen wir nichts mehr. Weil wenn wir auf der physischen Ebene etwas zu lösen haben, dann ist das ja unsere Ebene. Also sind wir dafür verantwortlich. Und die Quelle kann nicht mehr als sagen, das ist die Lösung. Ich kann das so einfädeln, dass alle miteinander in Kontakt treten und die richtigen Ideen haben. Aber dass wir die Ideen, die wir dann empfangen, umsetzen, das müssen wir machen. Daraus kommt dieser Satz, fiel mir gerade ein, den ich früher schon mal in anderen in Zusammenhängen gehört habe. Ein Satz heißt, wenn Gott dich liebt, schickt er dir Menschen. Und das habe ich jetzt den Sinn verstanden in diesem Satz. Das heißt, wenn ich in meinem Umfeld, wo ich agiere als Mensch, an meinem Arbeitsplatz, Probleme entstehen, die durch die Menschen, die dort zusammenarbeiten, entstehen, dann sind auch die Menschen gefordert, diese Probleme, die in ihrer physischen Ebene abgehen, selbst zu lösen, indem dann die Inputs an den Einzelnen kommen, die die Lösungen dann mittragen. Aber die Lösungen sind dann immer schon bei den Menschen und sie müssen sie dann nur leben. Wir werden ja ständig geführt und wenn wir ein Problem haben und wir erzählen einer Person, ja, ich habe jetzt das und das, und die Person sagt, ah, okay, ich habe da eine Idee, wie wir das lösen können, dann sind diese ist der Punkt, dass die Person auf die Idee kam, ich könnte das Problem erzählen, und der Punkt, dass die andere Person auf die Idee kam, stimmt, das könnte passen, sind ja keine Zufälle. Und dann, wenn das Ganze synchronisiert und die beiden finden, ja, stimmt, funktioniert ja, dann ergibt sich eine Lösung daraus. Von oben eingefädelt, weil wir ja immer ganze Teams haben, die da schauen, dass jeder die richtige Idee bekommt. Das heißt also, mit dieser Verbindung würde der Impuls zu dem einen gehen, fange an jetzt, wenn der in der Gruppe ist, irgendwo über dieses Problem zu reden. Weil die Quelle genau weiß, da sitzt schon einer von denen, der die Lösung eigentlich parat hat. Er muss jetzt nur den, jetzt sind wir wieder beim Thema der letzten Sendung, den Mut haben, über sein Problem zu sprechen. Genau. Weil wir empfangen ja ständig Ideen. Wir wissen nicht, woher die kommen. Nö. Sie sind einfach in unserem Kopf, aber ob sie auch von hier kommen, wissen wir nicht. Und wenn jetzt die Quelle merkt, ah, das kann man so machen, dann hat die Person, die ein Problem hat, plötzlich die Idee, ich könnte das doch mal erzählen.
Und dann bringt das ja alles so ins Rollen. Wenn sie es an der richtigen Person erzählt. Und für das wird immer alles eingefädelt. Aber das heißt doch dann auch gleichzeitig, dass dieses, wir sagen dazu Einzelkämpfer-Dasein oder das einsame Wolf-Dasein, das sind Menschen, die in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, alles alleine zu machen. Die wollen gar nicht mit anderen arbeiten, vielleicht aus Vertrauensverlust, aus irgendeinem anderen Thema, aber sie stellen immer fest, dass sie nie ihre Ziele erreichen. Und mir hat mal ein weiser Mann gesagt, weil die Schöpfung uns nicht als Einzelkämpfer angelegt hat. Wir sind angelegt, als in der Gruppe zu agieren, weil durch die vielen unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten, die die Menschen mitbringen, nie einer ein Allround-Talent ist, sage ich jetzt mal, der alles kann. Ist das so angelegt? Ja. Also das, immer sind Menschen nur in ihren Zielfindungen, sage ich mal, erfolgreich oder Zufriedenheit ist ja das, was der Mensch eigentlich erreichen will, wenn er mit anderen gemeinsam agiert und so seine Ziele findet. Und in unserer reellen Welt haben wir jetzt so ein paar Sachen geheim, Patent, Verschlusssache, geschützter Namen. Also wir tun nach außen eigentlich zumachen. Wir lassen gar nicht zu, dass andere mitmachen können, sondern wir gehen hin vom System und Grenzen ab. Dann hat es doch sofort eigentlich eine Negativwirkung für das, was wir machen. Beispiel, ich gehe jetzt hin und habe irgendwas erfunden. Und in unserem System ist es so, dass jeder zu dir sagt, mach Patent, da kannst nur du das nutzen. Also tue ich das registrieren in diesem Patentamt und jetzt darf nur ich das benutzen. Das habe ich jetzt entwickelt und ohne, wenn ich sage, nö, darf nur ich das benutzen. Ich könnte aber theoretisch eine Zeit von, ich weiß nicht, wie lange ein Patent steht, ich glaube 30 Jahre, wenn ich es recht weiß, über 30 Jahre könnte ich, wenn ich möchte, eine Entwicklung verhindern. Weil selbst wenn ein anderer das Gleiche weiß, darf der das nicht machen, wenn ich es patentiert habe. Aber das richtet sich doch komplex gegen die Entwicklung. Wie wäre der richtige Weg? Also ob jetzt Patente sinnvoll sind oder nicht, kann ich nicht sagen, das ist individuell. Aber was sicher ist, wenn zwei Menschen das Gleiche unabhängig voneinander entwickeln und es bringt was, wieso nicht beide? Also eigentlich, wieso nicht beide? Und wo ich mit meiner Frage hin wollte, wieso ist es überhaupt sinnvoll, wenn doch ein Mensch etwas entwickelt oder erfindet, ein Forscher, dann ist es doch sein Auftrag gewesen, sonst hätte er das doch nicht gemacht. Aber wenn ich doch das alles richtig verstanden habe bisher, dann heißt das doch, wenn ich Fähigkeiten mitbekomme, ist es meine Aufgabe, eigentlich mein Auftrag, das zum Wohle aller umzusetzen. Ich habe bestimmt nicht von der Schöpfung oder vom Schöpfer oder von der Quelle die Fähigkeiten bekommen, dass ich jetzt Multimillionär werden kann. Also nur ich weiß es, ich patentiere es und profitiere nur ich. Also ich partizipiere von allem und alle anderen nicht. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der Quelle war, egal in welchem Ursprung. Also? Aber das hat ja immer damit zu tun, dass wir zwei Seelen auf die Welt kommen, aber durch Erziehung und Schule und gesellschaftlichen Normen laufen nachher alle Menschen mit Masken und nicht mit Seele herum. Und somit kommen genau solche Missverständnisse, sage ich jetzt einfach mal, zustande, die in der Konsequenz dann aber doppelt schaden. Die anderen können es nicht nutzen und der selbst, der es für sich behält, tut eigentlich gegen sich selbst arbeiten, weil es nicht im Sinne der Schöpfung ist, Dinge zurückzuhalten. Oder im Sinne des Schöpfers, der Quelle, wie auch immer. Bei Technik muss man immer schauen. Manchmal ist es gut, Dinge zurückzuhalten. Weil Menschen sind nicht immer bereit, gewisse Dinge zu haben. Und werden sie dann trotzdem erfunden? Nicht vollständig. Nee, weil eigentlich aber kommt ja alles zur richtigen Zeit, oder? Vorstufen, ja. Und das ist wie so eine Mischung, also wenn du jetzt Technik ansiehst. Irgendeine neue Erfindung. Und da bastelt jemand dran und hat dann nachher was.
Und dann ist ja, haben wir ja verschiedene Zeitlinien. Erklär Zeitlinie. Warte mal schnell. Also wir haben... Ja nein, das war ich jetzt nicht mehr. Was? Zeitlinien ist für mich nicht zu verstehen, das Wort. Und ich glaube, die Zuschauer haben auch ein Problem damit. Was ist machen eine wir, Zeitlinie? Machen wir das nach. Nach der Pause? Ja, nach der Pause. Dann, liebe Zuschauer, machen wir das so. Dann gehen wir jetzt kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Werbung vorbei, wir sind wieder da. Christina wollte uns eben erklären, was das Thema Zeitlinien bedeutet. Ja und nein. Was heißt ja und nein? Du willst es erklären oder doch nicht? Später, weil eigentlich schreibt ihr das sonst auf, dass ich es nicht vergesse. Also wir haben da ja mit dem Mann angefangen, der irgendeine Technik erfunden hat. Und sagen wir mal, es gibt 5 Zeitlinien, also 5 Realitätsmöglichkeiten. Und wir befinden uns jetzt in einer, zum Beispiel in der ersten. Entschuldigung, ich kann das immer noch nicht verstehen. Was nicht? Heißt 5 Realitätsmöglichkeiten? Ich habe doch eine Realität, die hier und jetzt. Ich, also 3D. Und jetzt redest du von 5 Realitätsmöglichkeiten. Mir hat man bisher immer erklärt, die Realität ist das, was ich im Hier und Jetzt erlebe. Also, so, du, ich hier im Gespräch, Aufzeichnung, Studio, Thema. Das ist meine Realität. Und jetzt redest du von verschiedenen Realitäten. Wie soll ich das verstehen? Ja, also wir haben ja, Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Und also, ja, was nehmen wir jetzt? Also ich muss schnell abschließen. Wir sind zum Beispiel auf Zeitlinie 1. Da hat der Mann, der hat jetzt eine Erfindung gemacht. Und er will diese Erfindung rausgeben und dann verkaufen und ja, so. Und ob er das erfolgreich verkaufen kann, das hängt von der Zeitlinie ab. Also, wir haben eine Vergangenheit, wir haben eine Gegenwart und wir haben eine Zukunft. Und wir sind jetzt in der Gegenwart und du weißt ja, wie Zeitreisen funktioniert. Dann kannst du zurück in die Vergangenheit. Ja. Und so wie du durch die Zeit springen kannst, also Gegenwart, Vergangenheit, Vergangenheit, Gegenwart, so kannst du von dieser Realität, also jetzt mal Realitätsebene 1 oder Zeitlinie 1, kannst du da kannst du das kann man auch wechseln. Darf ich mal ein Beispiel versuchen?
Sagt dir der Satz, was er war seiner Zeit voraus? Ja, ich habe ihn auch schon gehört. Das bedeutet eigentlich das, was du vorher gesagt hast, der Erfinder hat was erfunden. Und wenn er das jetzt von dieser sogenannten Zeit zu früh auf den Markt bringt, will es keiner haben. Also, sagen wir mal, das ist so, eins, zwei, drei. Das ist unsere Zeitlinie. Wo wir beide jetzt sind. Genau. Okay. Und auf dieser erfindet ein Mann irgendein Gerät. Und du musst ruhig halten und dann stell die Kameras nach deinem Bild ein, ja. Ah ja. Also. Und das da. Das ist jetzt die 1, die 2, die 3. Und als Beispiel, also es gibt mehrere, aber ja. Und wir sind jetzt hier, das ist unsere Realität, die in der wir jetzt gerade sind. Und hier erfindet ein Mann irgendein Gerät, baut es fertig, findet es heraus und will es auf den Markt geben. Und jede Zeitlinie hat eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Und sagen wir mal, jetzt in der Gegenwart, wer jetzt hier, erfindet der Mann dieses Gerät, macht es fertig und sagt, ich bringe es jetzt auf den Markt. Er hat irgendwas gemacht, also nein, jetzt muss ich anders anfangen. Er sagt, er hat es fertig und will es auf den Markt bringen. Und in jeder Zeitlinie gibt es eine bestimmte Vergangenheit, eine Gegenwart und eine bestimmte Zukunft. Verstehst du das? Ja, also, jetzt weiß ich mittlerweile, jetzt komme ich auf den Unterschied. Das heißt, wenn in der Zeitlinie, wo wir jetzt sind, ist im Prinzip dieser Rhythmus fix. Und also sagen nur, wir so, in der Zukunft von dieser Zeitlinie sind gewisse Dinge unausweichlich. Und auf der zweiten Zeitlinie ist da das Gleiche. Da gibt es auch Ereignisse, die in der Zukunft kommen, wenn man auf dieser Zeitlinie ist, die unausweichlich sind. Bei der dritten genauso. Aber andere? Nur andere, weil es andere Zeitlinien sind. Und dann kann es sein, dass der Mann, von dem wir jetzt sprachen, der sitzt auf dieser, hat es erfunden, ist bereit, es rauszugeben und er macht dann was Bestimmtes. Und das sorgt dann dafür, dass er nach hier kommt, dass er die Zeitlinie wechselt. So, jetzt versuche ich das zu verstehen. Es würde auf der ersten Zeitlinie bedeuten, dass die Vermarktung dieses Gerätes, sage ich jetzt mal, einfach zu früh wäre, aus welchem Grund auch immer. Und wenn er das, ja, ich sag mal, merkt oder die Information bekommt und er sagt jetzt, fertig ist es zwar, aber ich gehe jetzt erstmal in Urlaub und bringe das erst im nächsten Jahr auf den Markt. Und kann dann sein, dass das damit gemeint ist, dass er durch eine Veränderung seines Tuns, normalerweise, wenn du was fertig hast, willst du vermarkten. Aber er spürt jetzt irgendwo, dass er vielleicht jetzt erstmal in Urlaub geht und sich entspannt, bevor er zurückkommt und dann Vorträge über das Ding hält. Und es kommt wesentlich später dann auf den Markt, wie es eigentlich hätte auf den Markt kommen können. Also nehmen wir an, der hat es erfunden und dann ist es so, also er ist jetzt auf der Linie und hat es erfunden
Und wenn wir das so annehmen, dass sagen wir so, auf dieser Zeitlinie würde das Gerät nicht verkauft werden können. Mhm. Auf der zweiten aber schon. Er muss also auf die zweite kommen. Wenn der Mann jetzt aber auf der ersten ist, dann kann er die zweite nicht spüren. Somit weiß er nicht, was er tun muss, damit er auf... Wechselt er automatisch, wenn er einfach es lässt? Also wenn er einfach das Gerät zwar fertig hat, aber es nicht verkauft, passiert das dann automatisch? Zeitlinienwechseln ist ein wenig komplexer. Ich merke das auch gerade, weil ich kriege das auch nicht in meinen Kopf rein. Ich habe es auch noch nicht gesagt, wie das geht. Ich meine, die Definition, das Wort Zeitlinie das sind hat einfach, für mich keine Aussage. Das sind einfach... Das sind einfach andere Realitäten, wo du rein kannst und dann wird die Zukunft anders. Aber in unserer dimensionalen Ebene? Das ist dann physisch, ja, ja. Ja, aber lassen wir das. Ich glaube, da müssen wir erst nochmal im Vorgespräch drüber sprechen, dass ich überhaupt verstehe, worum es da geht. Warum sind diese Zeitlinien da? Und ich verstehe auch nicht, wenn ich die Inputs kriege für eine Erfindung als Beispiel, ja, dann gehe ich davon aus, dass die Quelle so das weiß, aha, der braucht jetzt da 2 Jahre dazu, bis er das Ding fertig entwickelt hat und dann wird es da auf den Markt kommen. Die Frage ist ja immer, entwickeln die Menschen das Gerät denn, um das auf den Markt zu bringen? Weil wir glauben das ja dann, wenn wir was entwickeln, muss das auf den Markt. Wir fragen bei der Quelle nie nach, was ist der Sinn dahinter, warum ich das mache. Vielleicht ist der Sinn dahinter ja der, dass er einfach einen neuen technischen Impuls setzt und gar nicht mehr. Und für das muss das Gerät nicht mal auf den Markt. Verstehst du? Also wenn du jetzt Erfinder bist, du erfindest ein Gerät. Du findest komplett logisch, dass man das Gerät rausgibt und die Leute es kaufen können. Und dann ist immer die Frage, also jeder Erfinder geht automatisch von dem aus. Mhm. Und da ist nur die Frage, was hat die Seele vom Erfinder sich vorgenommen? Hat die Seele gesagt, Gerät bauen, öffentlich machen und den Menschen zur Verfügung stellen? Oder hat sie gesagt, als Beispiel, die Zeit dafür ist noch nicht reif, aber wenn ich es jetzt baue und nachher aber nicht rausgebe, dann ist nur der Impuls im Feld und die Seele, die dann in der Zukunft kommt und sagt, mit dem Auftrag, weil es jetzt Zeit ist, sowas zu bauen, die hat es dann einfacher, das zu bauen, weil vorher schon mal jemand kam, der das Feld erweitert hat. Darum ist immer die Frage, warum passiert was? Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, die Entwicklung bei dem ersten Erfinder kann nur bezwecken, dass diese Information entsteht und dann im Feld verfügbar ist, für den, der es eigentlich dann später umsetzen soll oder vielleicht weiterentwickeln oder komplettieren. Vielleicht ist es erst dann gut für die Menschen, weißt du, wenn es zu Ende entwickelt ist. Aber vielleicht sind ja 2 daran beteiligt. Der Erste, der es entwickelt und erfindet, wie du es eben erklärt hast, und es einfach nur baut und sagt, aha, könnte man dran arbeiten, aber es nicht rausgibt. Und diese wäre dann diese, genau wenn das jetzt in das Feld geht, jetzt ist diese Idee geboren und eigentlich stehen die Informationen, wie das Ding gebaut wird, im Feld. Aber er gibt es nicht raus. Und was ist dann mit den Zeitlinien? Dann bleibt er auf dieser Zeitlinie und der andere ist auf der anderen. Der das dann aufgreift, weißt du? Muss nicht unbedingt sein. Es könnte sein, dass in der Zukunft, also der Mann, der das Gerät macht, aber nicht rausgibt, ist auf der Erste. In dieser ersten ist festgelegt,
dass irgendwann in der Zukunft es soweit ist, dass man das Gerät rausgeben kann. Dann sind beide auf der ersten Zeitlinie. Mhm. Kann das auch sein, dass der Erste dann gar nicht mehr da ist? Ja. Wie ist es dann? Ja, dann ist halt der andere, der noch da ist, auf der ersten Zeitlinie. Aber ist er auf der gleichen Zeitlinie dann? Obwohl der nicht mehr da ist, hat die Zeitlinie also nichts mit dem Individuum zu tun, sondern die ist generell. Ja. Also es sind mehrere Zeitlinien generell parallel zueinander vorhanden und sich nur die Frage, was soll wann geschehen, und das kann durch den Wechsel erfolgen. Aber was, da sprechen wir, glaube ich, ein anderes Mal drüber, wie das Thema auch Wechsel von, kann ich meine Zeitlinie wechseln? Ja. Jetzt wird es aber kompliziert. Ich kann das jetzt nicht mehr verstehen. Also wir haben verschiedene Zeitlinien. Jede Zeitlinie hat eine andere Zukunft. Wir können theoretisch von der jetzigen Zeitlinie auf eine andere gehen und dann wird die ganze Zukunft anders. Aber weil der Punkt ist ja der, wenn ich jetzt einfach dieses Blatt in die Hand nehme, vor die Kamera halte und eine Anleitung schreibe, wie man das machen kann, da bin ich so gespalten, weil auf der anderen Seite würde es einigen Menschen einiges bringen. Mhm. Auf der anderen Seite würden dann andere kommen und finden, ach, dann können wir uns Systeme halten. Ach darum, so, dann geht die, darum, die, wird das chaotisch, das Ganze. Darum, also, ich gehe im Moment einfach davon aus, dass die Menschen noch nicht genug Verantwortung haben, damit man sagen kann, schaut mal, ihr könnt sie wechseln, so und so. Ich glaube nicht, dass alle auf diesem Planeten so weit sind, dass sie sagen würden, klar, wir verwenden das nur zum höchsten Wohl. Mhm. Und darum, es gibt verschiedene Zeitlinien und also, es muss jetzt niemand in den Keller runter und probieren, eine Zeitmaschine zu bauen. Wobei das viele gerade machen. Ja, klar. Aber man muss es trotzdem nicht ausprobieren, weil erstens ist Zeit gar nicht so kompliziert. Und zum anderen Punkt, es gibt gewisse Dinge, die die Welt wirklich nicht erfinden sollte. Und also wie man Zeitlinien wechselt. Tun wir das einfach jetzt mal da stoppen. Das ist einfach, ja, und ich traue dem nicht. Zur richtigen Zeit wird diese Information bestimmt weitergegeben werden, aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Und wir sind ja da drauf gekommen mit diesem ganzen Thema dieser Zeitlinien, wo wir in dem Bereich waren, wenn ich etwas tue, dann ist das entweder zum Wohle oder ich weiche ab von meiner Spur. So sind wir drauf gekommen, wo wir bei dem Thema Seelenplan und so weiter waren. Und dieser Seelenplan, das ist ja was ich mitbringe, wenn ich inkarniere. Und der Plan hat ja auch immer mit, oder oftmals, sage ich mal, mit anderen Seelen zu tun. Haben wir eben gehört in der Schilderung, dass die Seele keine Einzelkämpferseele ist, die hinkommt, dass die alle alleine agieren, sondern dass da oft zusammen. Wie ist das denn im Plan in meiner Lebensaufgabe, wenn ich zwar alles mitbekomme und gut angebunden bin, aber einer derer, mit denen ich da zusammen agieren sollte, erkennt nicht, dass er in seinem Seelenplan ist und agiert anders. Also entweder er verschwindet durch irgendeinen Anlass, ist er gar nicht mehr da, oder er sagt, nö, ich will mit dir jetzt in dem Projekt arbeiten, ich mache jetzt lieber den Beruf und mache das und das. So, und jetzt fehlt der mir plötzlich. Kann ich dann meine Aufgabe erfüllen? Klar, dann gibt es Plan B. Und das ist immer so? Natürlich. Also wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft, die gegen seinen Seelenplan ist, hat es nie eine Auswirkung auf die anderen, wo die Funktion zwar geplant war, aber die kann getauscht werden dann. Ja, also die Aufgabe von den anderen Personen kann trotzdem erfüllt werden.
Vielleicht ein wenig chaotischer oder länger gehend oder komplizierter. Aber sie funktionieren. Die Aufgabe, die die andere Person hatte, die fand, nein, will ich nicht. Die werden dann irgendwann, wenn das Universum merkt, oh, da geht es echt nicht weiter, werden die genommen und zu einer anderen Seele gegeben. Und das ist generell so im Schöpfungsplan, sage ich jetzt mal, so festgelegt. Verändern sich diese Informationen mit der Entwicklung oder ist es generell so eine Geschichte? Informationen? Ja, die ich bekomme, um meinen Plan zu erfüllen. Kann es auch sein, wenn wir uns weiterentwickeln und so etwas passiert, dass wir dann selbst agieren und feststellen, aha, der ist weg, also suche ich mir einen anderen, der das kann und mache das mit dem. Ja. Ist das so, diese Entwicklungsstufen, die wir im Moment durchlaufen, dass, ich habe jetzt auch gemerkt, wir haben ja viele Dinge, wo du mir Informationen gegeben hast, wie ich das üben kann, wie ich das feststellen kann und wie ich darauf reflektiere. Jetzt merke ich plötzlich, je mehr ich Dinge tue, plötzlich verändern sich Dinge in mir. Also ich fange mich an, mit etwas zu beschäftigen. Du hast mir etwas gesagt. Ich sage, ui, das ist aber interessant. Und fange an, jetzt damit zu agieren. Und plötzlich merke ich, ups, auf der anderen Seite ist jetzt was ganz anders in meinem Gefühlsleben. Plötzlich komplexe Veränderungen. Einen ganzen Bereich, den ich in meinem Leben bisher gemacht habe, lasse ich weg, weil das ich plötzlich merke, hui, das ist nichts mehr für mich. Und ein ganz neuer Bereich kommt hinzu. Ist das genau diese Entwicklung, die du im Prinzip beschreibst, wo wir uns vom 3D zum 5D entwickeln? Und dann heißt das ja eigentlich, und jetzt bin ich wieder da, dass hier genau die Anleitungen drin stehen. Weil ich habe mich ja nur an dem orientiert, was in deinen Büchern steht und was du auf deinen Vorträgen erzählst, beziehungsweise was wir in der Sendung besprechen. Und da waren so viele Informationen drin, die ich umsetzen konnte und dann gemerkt habe, dass mein Leben sich verändert. Ist das genau Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, dass wir über diese Informationen und Lernaufgaben uns weiterentwickeln können und Dinge hinter uns lassen, die uns, also wenn ich es so genau anschaue, die Dinge, die ich lasse, haben mich eigentlich gebremst die ganze Zeit. Nur ich habe es selber nicht gemerkt. Weil wir hatten über, vielleicht sage ich das Thema, oder so als Erklärung mit diesen Gewaltgeschichten, wo ich dir erzählt habe. Es war ganz einfach. Früher hatte ich kein Problem, irgendwelche Filme zu schauen, die Gewalt beinhalten. Krimi, Action, was weiß ich, wo es immer richtig knallt und scheppert. Und irgendwann in der letzten Zeit lief, ohne dass ich da achtsam war, der Fernseher weiter. Und plötzlich war genau diese Situation irgendein Krimi. Und irgendwo, wir kennen das, wenn die Musik so einen komischen Tonfall annimmt und man weiß, jetzt passiert gleich irgendeine schlimme Szene. Und plötzlich war dieses Gefühl in mir, dass das mir unangenehm war. Also unangenehm, wie wenn es einem schlecht wird, das Gefühl kennen wir alle. Und plötzlich hatte ich ohne Grund dieses Gefühl in mir und musste erst mal sortieren, wo kommt denn das jetzt her? Und dann habe ich sofort gemerkt, aha, das hat was mit dem zu tun, was ich gerade aufnehme. Hab weggeschaltet und sobald ich weggeschaltet habe, war das Gefühl plötzlich weg. Was passiert jetzt, wenn Menschen diesen Prozess, diesen Schritt machen, mit ihrer Schwingung? Wenn ich diese Gewaltszenarien mir angucke, was passiert dann mit mir und was passiert mit mir, wenn ich sie mir nicht mehr anschaue und mich dann von all diesen Gewaltthemen in Zeitschriften, Gewaltthemen im Fernsehen, Gewaltthemen in Gesprächen, wenn ich mich von diesem komplett löse? Also entweder geht die Schwingung höher oder tiefer. Also ganz klar hängt es damit zusammen, es heißt nicht, dass ich Gewalt ausüben muss. Allein schon der Konsum und die Beschäftigung mit den Themen haut meine Lösen Schwingung bei runter. Lösen bei dir ja Emotionen aus. Logisch. Und Emotionen sind Schwingung. Und die beeinflussen dann, obwohl es dann ja nur eine Fiktion ist. Wenn ich da im Fernsehen Gewalt sehe, ist das ja nicht in meinem Leben. Klar, aber wenn du dabei Emotionen hast, die sind ja dann real. Ja. Ja, logisch. Wenn ich dann jetzt, sag ich mal, Angst empfinde, also ich nicht, aber wenn ich jetzt das empfinden würde, ja genau, dann fühle ich das ja im Hier und Jetzt. Und dann sind Gedanken und Emotionen und das, was wir sagen, handeln,
Das setzt sich so zusammen zu unserer Schwingung. Du sagst ihm so in einem Wort. Alles, was wir sagen, denken und handeln, die drei Dinge machen letztendlich unsere Schwingung aus. Und okay, ich handle nicht gewalttätig, ich rede nicht gewalttätig, aber ich würde das akzeptieren, wenn es da drin läuft. Also ist ein Punkt da, der mich runterzieht, und die beiden sind eigentlich neutral. Okay, ich weiß, was du meinst. Und wie ist das denn im Weitergehen? Also ich bin jetzt da aus dem Thema Gewalt raus. Und die alle anderen Menschen, würden die das gleichzeitig tun, würde sich bei doch die Schwingung so erhöhen, dass Gewalt gar nicht mehr möglich ist dann, weil keiner mehr auf den Gedanken kommt. Mit der Zeit kam es so weit, ja. Also es braucht dann überhaupt kein... ich war gerade ganz irre, weil ich will mir die Konsequenz vorstellen. Moment mal, was machen wir denn draußen in der Welt gerade? Da werden Kurse gemacht für gewaltfreie Kommunikation und wups, wups, wups. Der erste Schritt wäre doch einfach, nicht mehr Gewalt zu konsumieren. Überall, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst, da gibst du Energie rein. Also wenn du Tagesschau schaust, wenn du den Radio anschaltest und da erzählt man wieder von Krieg und Bomben und diese Dinge, wenn du Zeitungen liest, wo negative Dinge drinstehen, dann gibst du dem ja Energie, wenn du emotional da mitgehst. Wo geht diese Energie denn hin? Zum Ereignis, also das, was du gesehen oder gelesen hast. Und dann bleiben wir bei dem Beispiel Krieg. Ich lese jetzt in der Zeitung über eine Schlacht in Syrien. Das ist jetzt gerade ganz aktuell, kann sich jeder damit was vorstellen. Und jetzt lese ich da den Bericht, was da unten gerade passiert, wer gegen wen schießt und wie viele Tote und was da alles immer so drin steht. Und jetzt geht meine Energie. Energie heißt mit der Intention, wie ich es wahrnehme, geht zu dem Ereignis und fördert es. Wenn wir nicht Energie reingibt, dann passiert ja was, darf der andere, dann kann der die ja nutzen. Er also diese bösen Buben, die da Krieg spielen. Er kann sie nutzen, die Frage ist für was. Du kannst ja auch was Positives schicken. Ich lese den Bericht über dieses Szenario. Und eben hast du erklärt, wenn ich da meine Aufmerksamkeit drauf richte und lese das Ganze, geht meine Energie dahin. Und dann müsste der Gegenüber, der kann das nicht anders nutzen, weil der ist ja der Krieg spielt. Und der will das ja, der macht es ja, weil er das tun will. Es schießt ja keiner auf den anderen, wenn er das nicht tun will. Also würde das doch bedeuten, dass ich allein mit dem zur Kenntnis nehmen von dem, um mir das in meinem Geist vorzustellen, fördere ich das gesamte Szenario. Tue ich das? Ja. Aber auf der anderen Seite, was ist denn Ignoranz? Also ignorieren, wenn was ist und du schaust nicht hin. Ja, das wäre dann das. Ich weiß, da ist Krieg, steht auch so ein Artikel in der Zeitung, aber ich will das nicht wissen, weil es mir einfach nicht gut tut. Gut, kann ich verstehen. Aber ist das dann nicht Ignoranz? Du kannst ja auch Liebe schicken. Beim Lesen. Darum sage ich ja, wenn du liest, dann schickst du Energie. Und das bekommen die Menschen, die in dem Kriegsgebiet sind. Aber was sie damit machen können, ist ja die andere Frage. Kommt das auf meine, wenn ich das jetzt lese, mit Angstgefühlen, wird es bestimmt nicht positiv sein. Oder mit Hass oder mit sonst irgendwelchen Negativgefühlen. Wenn ich es aber lese mit dem Gedanke, dass ich sage, oh, ich wünschte mir, das wäre bald zu Ende und ich wünschte mir, den Leuten da unten würde es gut gehen und die hätten wieder zu essen und könnten wieder ruhig schlafen. Also alles positive Dinge, die im Krieg ja nicht so sind. Also ich wünsche denen alles das, dass sie Frieden haben und es ihnen gut geht und sie wieder essen können, bei dem mich informieren über das Thema. Würde das helfen? Würde helfen. Ich würde dann aber, wenn du weißt, hier stimmt was nicht, würde ich das gar nicht weiterlesen, sondern erst am Abend vielleicht Licht schicken oder so. Einfach Liebe hindenken, weil es ist
Also unser Unterbewusstsein ist ja noch das andere, was unser Unterbewusstsein macht, wenn es so einen Text sieht. Und das sollte ja auch mitspielen bei diesem, was wir im Tagesbewusstsein denken. Jetzt wird es immer spannend, ne, wenn unsere Sendezeit zu Ende ist. Also wollen wir uns das Thema nochmal überlegen anzugehen, weil gerade das, wie unser Denken zu Alltagssituationen ist, das ist ja ganz maßgeblich an unserer Schwingung beteiligt. Mhm. Und da kann manchmal, ich merke das gar nicht, dass ich Dinge mache, die eigentlich nicht meine Schwingung fördernd sind. Ich merke es immer erst später, aber ich würde es gern vorher merken. Aber wie das geht, liebe Zuschauer, das erzählen wir Ihnen in der nächsten Sendung. Danke für die vielen Informationen. War wieder spannend, vor allen Dingen das mit den Zeitlinien. Da reden wir aber ein anderes Mal drüber. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.